Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Tanks. Und zwar heute im Part Nummer 59, mal seit langer, langer Zeit. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt schon mal im Let's Play hatte, den KV-1. Ich bin gerade so ein bisschen durch die Garage gecruised und habe mir überlegt, na, was könntest du mal wieder picken, was könntest du mal wieder spielen. Habe heute tatsächlich sogar schon ein paar Spiele gespielt. Also momentan habe ich irgendwie wieder mehr Bock drauf und spiele auch mal wieder ab und zu eine Runde. Die Lust hat mich wieder mehr gepackt. Und ja, dann habe ich den KV1 gesehen, habe mir gedacht, den hast du lange nicht mehr gespielt, den könntest du rein theoretisch ja wieder auspacken. Und also tat ich dies und spiele den jetzt mit euch. Ich bin wirklich gespannt, wie ich den jetzt hier zocken werde, weil ich ihn halt wirklich nicht mehr lange gespielt habe. Lange nicht mehr gespielt habe. Ansonsten, was gibt's Neues? Die Season 3 neigt sich dem Ende zu. Part Nummer 59, das heißt, es kommt noch ein Part. Den werde ich wahrscheinlich jetzt gleich danach aufnehmen. Das heißt, ihr könnt jetzt leider nicht mehr fragen, welchen Panzer ihr als nächstes sehen wollt. Aber ihr könnt mir gerne ab jetzt in die Beschreibung, in die Kommentare posten, was euch an dieser letzten Season besonders gefallen hat im Vergleich zur Season 2, für die Leute, die vielleicht schon länger dabei sind. Was hat euch besser gefallen? Was hat euch nicht so gut gefallen? Was könnte ich in der nächsten Season vielleicht noch besser machen? Also vielleicht kurz nochmal als Erinnerung, im Vergleich zur Season 2 habe ich das Thumbnail geändert. Da sind ein bisschen mehr Informationen drin, da ist der Panzer drin, die Landesflagge und die Karte, die ich spiele in diesem Part, also zumindest immer im ersten Match. Die ersten Folgen waren ja dann auch noch so, dass ich nur diese eine Folge dann aufgenommen habe aus der einen Karte, von der einen Karte. Später, beziehungsweise das habe ich jetzt bis jetzt durchgezogen, habe ich ja dann immer noch, wenn die Zeit nicht reichte, ein zweites Spiel rangehangen. Das bedeutet, das erste Spiel war so, wie es im Thumbnail stand, und das zweite Spiel war dann einfach nochmal so ein Überraschungsei für euch. Leckt wieder wie die Hölle. Ich hätte davor wieder ein paar Spiele spielen sollen. Ich bin nämlich gerade in World of Tanks online gegangen, lief so ein bisschen im Hintergrund und ja, jetzt fängt er dann immer an, so ein bisschen zu Mikro-Ruckeln. Und viele von euch haben mir geschrieben, das liegt daran, dass man erstmal ein, zwei Runden einspielen muss, weil irgendwelche Modelle oder was auch immer nachladen müssen wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Habe ich heute nicht gemacht. Hätte ich machen sollen. Komischerweise ist hier gerade an der Seite niemand. Ich werde mal straight ahead hier jetzt runterfahren. Die Stuk 3 callt nach SOS, warum auch immer. Dabei ist da unten irgendwie der Lemming Train und zieht genüsslich um die Kurve auf J4. Ihr seht das da unten vielleicht. Ich werde tatsächlich mal hier hochfahren. Da hinten ist ein T28, den kriegen sie aber locker platt. Weil ich hoffe, dass ich die Kollegen da von hinten holen kann. Dass ich hier vielleicht aufräumen kann. Bisschen in die Action gehen. Ja. Wenn ihr Wünsche habt für die nächste Season, dann schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Hallo, lieber Churchill. Tschüss, lieber Churchill. Der ist weg. Der versteckt sich hinter einem Stein. So wie ich das sehe. Eine Unverschämtheit. Man versteckt sich heutzutage nicht mehr hinter einem Stein. So, wir müssen aber hier echt mal ein bisschen Druck machen. Ich habe nämlich Angst, dass sie so langsam zur Basis vorpreschen. Das wäre ein bisschen uncool. Also holen wir uns gleich mal den Kollegen da. So, on the way, on the track. Da unten der KV-1. Ein Schuss. Der kann mir egal sein, wer da auch immer auf mich schießt. Zweiter Schuss. Weiß jetzt noch nicht, wer da auf mich geschossen hat. Bin immer noch ein Hetzer. Ah, das ist ein KV-1 irgendwo, der mir auf die Kette geschossen hat. Geh mir nicht auf die Kette, Kollege. Ja, Resümee ziehen von der Folge werde ich im nächsten Part wieder. Wie die da oben campen, Alter. Ist ja der Knaller. Guck mal, kennst du den schon? Mit deiner blöden. Deine Stockgun drauf, oder? Was ist da los? Junge, was ist denn da los? Und da treffe ich. Warum auch immer. Ziehe ich jetzt so gerade auf den drauf. Ach, in dem Moment hat er sich bewegt. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte gerade sagen.
Okay, eigentlich selber schuld, dass er sich da gedreht hat. Das war ziemlicher Schwachsinn. So, ja, hat sich ja dann nochmal ganz relativ zum Guten gewendet. Ich werde mal da nach unten fahren, gucken, dass ich den Hetzer da irgendwie noch eine verpassen kann. Das wäre natürlich echt eine schöne Sache. Ansonsten, was hat sich bei mir so geändert? Ich hatte kurz auf Facebook geschrieben. Ich habe vor, eventuell nächste Woche. Oh, tschüss. Eventuell nächste Woche wieder eine Runde zu streamen. So 2 Tage, 1 oder 2 Tage. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Hängt davon ab, wie viel Zeit ich habe und so. Aber mindestens einen Tag wollte ich auf jeden Fall mal wieder ein Lebenszeichen von mir geben. Ich muss natürlich auch ein paar Videos aufbauen. Ich bin jetzt am Wochenende nicht da, da fahre ich nach Thüringen, da kann ich das auch nicht machen. Das habe ich ja kurz im Vlog schon erwähnt. Wir spielen einfach. Oh, warte mal, wir gucken uns das nochmal an. Ja, gar nicht mal so schlecht die Runde mit dem KV1. Wir spielen jetzt nochmal eine Runde mit dem T34. Ich habe die neue Gun mir gekauft, die 85 mm D5T, 85 BM. Vorher hatten wir die hier, die CIS. Jetzt haben wir die D5T. Hat ein bisschen mehr Durchschlag, meine ich. Und macht ein bisschen mehr Schaden. Hat 24 mehr Penetration und 20 mehr Schaden im Alpha Damage. Ziemlich nette Kanone, ziemlich nette Kanone. Langsam wird der Panzer etwas schlagkräftiger. Ist zwar immer noch eine lahme Möhre für ein Medium Tank, aber ich glaube, das werden wir auch noch hinkriegen. Das ist momentan einer der Panzer, die ich am meisten spiele. Der macht mir auch eigentlich relativ viel Spaß. Insgesamt machen mir die Medium Tanks ja eigentlich ein bisschen mehr Spaß, sind aber ein bisschen trickiger zu spielen. So, ansonsten, wie gesagt, nächste Woche hatte ich vor, eventuell wieder einen Livestream zu geben. Also da freue ich mich natürlich, wenn reichlich Leute von euch erscheinen und mir zuschauen bzw. mitzocken. Ihr kennt das ja, wenn ich World of Tanks spiele, dann zocken die Leute meistens mit. Eventuell, bzw. mit ziemlicher Sicherheit, bekomme ich einen Key für die Hearthstone Beta. Das wird da wahrscheinlich dann die EU-Beta werden. Dazu kann ich noch nicht so viel sagen. Wenn das der Fall ist, werde ich auf jeden Fall wieder etwas mehr streamen, weil ich dann Hearthstone wahrscheinlich suchten werde wie verrückt, weil ich ein alter Magic the Gathering-Veteran bin und schon seit langem nach einem relativ konkurrenzfähigen bzw. ordentlichen Trading Card Game für die PC-Plattform warte. Da gibt es zwar dann schon die Steam-Spiele von Magic the Gathering, die finde ich aber nicht so prall. Und ich habe mir bisher viel von Hearthstone angeguckt an Streams. Ich habe das auf der Gamescom gesehen und fand das ziemlich interessant. Hab dann mal rumgefragt, wer mir denn einen Key besorgen könnte. Ansonsten komme ich wahrscheinlich nie im Leben in die Beta. Und das war relativ erfolgreich. Mittlerweile habe ich dann da schon so den ein oder anderen Benefit, was durch die Kanalgröße, was mich natürlich extrem freut, was mir dann einige Sachen ermöglicht, die ich euch dann vielleicht auch zeigen kann. Da freue ich mich extrem drauf. Wenn es tatsächlich möglich ist, dass ich Hearthstone quasi anzocken kann. Mit meiner Jobsituation, da hatte ich ja auch mal kurz einen Facebook-Post gebracht, weswegen ich nicht mehr so viel gestreamt habe. Das lag hauptsächlich daran, dass meine ja, berufliche Situation ein bisschen neblig ist, sage ich mal. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie arbeitslos bin oder so. Nein, ich habe immer noch meinen Job. Aber es ist nicht so ganz sicher, wie es da weitergeht im Studio. Also das Projekt ist dann zu Ende und es wird wahrscheinlich so sein, dass sich das Ganze so ein bisschen verkleinert, sage ich mal. Und Scheiße, das tut weh, das tut echt weh, den ich getroffen habe. Und ja, da weiß ich noch nicht, ob ich dann da weitermachen kann oder nicht. Ich habe mich jetzt aber mal ein bisschen umgehört. Ich würde echt unglaublich gerne weiter was mit YouTube machen. Das heißt nicht, dass ich jetzt komplett beruflich auf YouTube umsteige. Nein, das meine ich damit nicht. Sondern, ich würde ganz gerne irgendwie was in der Richtung Community Management und so einschlagen, wenn das nicht mehr weiter hinhaut mit meinem jetzigen Beruf. Aber das ist, wie gesagt, noch nicht ganz raus. Und Treffer. Und, aber da sieht es auch ziemlich gut aus. Also ich habe mehrere Alternativen. Ich könnte auch weiter als Designer arbeiten. Da habe ich auch ein relativ vielversprechendes Angebot. Also das ist alles momentan, sieht alles sehr gut aus, sage ich mal. So wollte ich das sagen, ja? In meinem Leben, für Nersul, so gesehen. Nee, läuft alles eigentlich ganz gut. Meine persönliche, private Situation hat sich wieder etwas entspannt. Es
Ja, sieht eigentlich relativ rosig aus, wollte ich damit sagen. Und dann ist das natürlich auch alles viel entspannter, wenn man nicht mehr seine beruflichen Unterlagen so rumsortieren muss und so weiter, beziehungsweise Bewerbungen schreiben muss, beziehungsweise damit relativ weit schon vorangeschritten ist. Der Olle M6 da hinten, scheiße, E25, der hat so eine Fire Rate, das ist so unglaublich. Du kriegst jetzt erstmal einen mit. Blöde Sau. Na komm mal her, E25. Alter Falter. Sie böse erwischt, aber er fährt weg. Jetzt habe ich ihn erwischt. Jetzt habe ich ihn böse erwischt. Jetzt kannst du das sagen. So. Ja, auf jeden Fall war das ja der Grund, warum ich nicht mehr wirklich viel gestreamt habe, weil ich gesagt habe, okay, Leute, ich muss jetzt erstmal mein privates Leben so ein bisschen auf die Reihe kriegen. Ich habe jetzt... die Welpen waren natürlich auch noch ein Grund. Die Welpen waren da, dann war Sommer, dann war das mit der beruflichen Situation ein bisschen ungeklärt. Also es, ursprünglich war das wegen dem Urlaub. Da habe ich gesagt, okay, Leute, ich fahre jetzt im Urlaub. Bin deswegen eher weniger da, stream weniger. Es war ja so endless heiß. Dann wollte ich eigentlich wieder streamen. Dann stellte sich das aber so ein bisschen heraus, dass die berufliche Situation von mir noch ein bisschen intransparent ward. Also ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und ich mich deswegen erstmal ein bisschen darauf konzentrieren wollte. So ein bisschen wieder Verbindung aufbauen, Kontakte knüpfen und schauen, dass ich meine Bewerbungsunterlagen auf Vordermann bringe. Was dann natürlich auch eine gewisse Zeit kostet. Und man dann halt auch mit Recherche viel Zeit verbringt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das macht, aber bei mir ist das halt so. Ich werde mich da, ich gebe mir da mal sehr viel Mühe und schaue mal, wo ist die ideale Position, was willst du machen. Ich bin nicht so der Typ, der den erstbesten Job nimmt, sondern ich versuche mal, das Optimum rauszuholen. Und versuche mich auch mal über die Möglichkeit bzw. die Position dann sehr stark zu informieren. Und das war eigentlich der Grund, warum das dann alles so ein bisschen länger gedauert hat. Oh, den habe ich noch schön bekommen. Ah, das ist ja schön. Das ist ja richtig Deluxe, sage ich mal. Das ist ja richtig schön. Ich liebe diesen Panzer, ganz ehrlich. Ah, der hat so eine schöne DPM. Man haut so ein paar Schüsse raus. Der hat eine schöne Penetration für seine Stufe. Ja, relativ gute Runde gewesen. Aber das war es eigentlich auch schon wieder für diese Folge. Ja, nächste Folge kann ich darüber eigentlich noch ein bisschen mehr quatschen, wenn ihr wollt. Dann ziehe ich auch nochmal ein Resümee. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was, euer Rio. Ciao.